Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren muisaftigen Episode Let's Play. Meh. Evil Dynasty. Natürlich mit unserem Meh. Auf der Weisheit. Und unser Jesus. Er ist auch wieder zurück. Hallo, Man. Was geht? Hallöchen, ihr Lieben. Ach ja, Jesus geht gerade übers Wasser. Er nimmt gerade ein Bad. Hallo. Ui, der Frühling. Er ist da. Get up, down the base and down. Papa nimmt mal ein bisschen Geld mit, weil ich muss Steuern bezahlen. Ja. Hallo, Mäh. Mhm. Wie hab ich den Eindruck, dass die Frau will mir einen Hammer auf den Kopf hauen. Warum? Mach den Hammer nicht kaputt. Hallo? Du musst Prioritäten setzen. Als ob du dir jetzt mehr Gedanken um den scheiß Hammer machst. Die sind teuer. Dein bester Freund wird verprügelt und du machst dir Gedanken um Hammer? Das ist Beziehungskrise, da mische ich mich nicht ein. Das ist keine Krise. Du meinst, das ist normal, dass der dich mit dem Hammer haut? Ja, leider. So, was ja dann. Wo ist mein Gaul? Eingreifen ja nicht erforderlich. Ich glaube, das ist mein Gaul. So. Steuern müssen beglichen werden. Wow. Hallo. Das macht die mit Absicht, weil sie... Sag mal! Pisst euch! Bleib stehen! Auf gar keinen Fall! Gar keinen Fall! Frag für einen Freund, du weißt, dass Pfeile schneller sind. Hallo! Hey! Hauptsache, ihr lasst mich da raus! Hey! Bin ich hier irgendwie gefangen bei den Ziegen? Ja, die macht sich ziemlich gut hier, die große Statue. Oh, scheiße. Die steht da wirklich mit Pfeil und Bogen. Hau ab! Alter. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp. Die schießt mit Pfeil und Bogen auf mich, die Frau. Hallo, warum? Hat ja, jemand in deinem Pudding sie geschissen? Schießt ja nicht auf mich. Wow. Wow. Einfach nur wow. Mhm. Wow. Nachdem du wieder auferstanden bist, wolltest du Steuern bezahlen, oder? Ich lebe noch. Ach so. Weil die Frau nicht getroffen hat. Schabu, ey. Weißt du, was Pfeile kosten, Frau? Nö, interessiert mich auch nicht. Nee, interessiert mich auch nicht, weil wir es gerade haben, ne? Immer dieses Problem mit dem Millionär. Seit wann gibt es eine Steinsichel? Schon die ewig. Gibt es schon seit die man Anfang per, an. Die man per Hand? Ja. Ja. Bauen kann? Ja. Let's go! Let's go! Ist das ein scheiß Nebel? Aha. Den hat Sarah wahrscheinlich nicht wegen ihren Grafikeinstellungen, aber ich habe ja richtig Nebelsuppe. Mäh, was machst du gerade? Schönes? Weiß ich noch nicht. Schwierig bei dem Nebel was zu sehen. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Ich kann dir erstmal gleich deine letzten Setzlinge mitbringen. Mhm. Weißt du noch, wie viele? Nein, natürlich Na, hast nicht. Hast du dir gemerkt? Warum soll ich mir das merken? Du hast das Handy. Na, hast du es dir gemerkt? Uschi! Hast du es dir gemerkt? Gib mir die auf Eier. Hast du es dir gemerkt hast? Warum soll ich mir das merken? Hab ich dir letztens erzählt. Ja, schön. Du erzählst so vieles, wenn der Tag lang ist. Ihr seht das nicht, aber ich sitze jetzt hier gerade und grinse. Wo ist dieser Typ schon wieder hin? Das ist jetzt eine Typ hin. Ja, schön, die Bäumchen sind gewachsen. Ach ja, Slava. Genau. Stimmt. Die hatten wir ja... Wir haben den alten Herrscher abgesetzt. Ach, Andres, du hast ja noch gar nicht die neue Plantage gesehen. Nur auf der Karte. Mhm. So, Steuern sind bezahlt. Ma'am? Ja, schön. Ja. Und was willst du mir damit jetzt sagen? Ich hab Dünger vergessen. Okay. Digga, jetzt haben wir eine Ware. So, was brauchst du an Bäumen? Ich brauche 2 Birne. Kein Apfel?
Doch, 9 Apfel. 9 Apfel? Ja. 9 Apfel, 2 Birne. Ja. Das war's. Das war's. Ja. Bist du sicher, ja? Ja. Ganz unser Materiallager ist übrigens schon wieder voll. Warum wundert mich das nicht? Kümmere ich mich gleich drum. Ja, kein Stress. Wollt nur, dass ihr das wisst. Steht kein sofortiger Handlungsbedarf. Oh, ja, ja. Man. Ja, ich hallo Balu. Ja, das ist mein Essen. Hallo. Nimmst du da bitte deine Schnauze davon weg? Dankeschön. Dankeschön, mein Schatz. Weißt du, du hast auch deine Prioritäten gesetzt, kann das sein? Hm. Mit dem Kater redest du super lieb und sowas, ja? Und mir willst du einen Hammer auf den Kopf hauen. Ja, sagst du was? Zunge, beißt dir auf die Zunge, sagt da jetzt nichts zu. Hallo? Ich bin lieb, nett, freundlich. Ja. Balu, ich kann meine Maus so gut wie nicht bewegen. Ah, liegt er jetzt diesmal bei dir, ja? Ja, auf dem Schreibtisch. Ja. Halber auf dem Mauskabel. Ja, die Scheiß macht er bei mir auch noch. Hm, so ein okay. Lümmel. So ein kleiner Lümmel. Ja, Balu, bleib ruhig liegen. Alles gut. Ist kein Problem. Es stört ihn wahrscheinlich nicht so, ne? Nee, ihm stört's nicht. Der guckt jetzt zu, was ich hier mache. Bei mir drückt er immer noch ganz gerne auf den Steamdeck rum mit seinem Arsch oder so. Oh, der macht mich irre. Ah, heute ist echt übel. Was liegt auch daran, weil die Kiste halt den ganzen Tag läuft. Ich seit 6:30 hier am PC sitze. Jetzt haben wir abends. Ja, ja. Und draußen die Temperatur macht es halt echt geiler. Dankeschön. Er hat mir gerade ein bisschen mehr Maus übergelassen. Oh, das ist aber nett. Das ist nett, ne? Ja, doch. Mhm. Finde ich auch. So. Wenn ich das Pferd abgeliefert habe, wo bist du, Frau? Die Möhren, die Karotten rein. Bei der neuen Plantage. Ich komme dann da gleich hin und bringe die Setzlinge. Mhm. Macht it. Nice! Da wären wir. Und dann kann ich mich gleich um die ganzen Fehlermeldungen kümmern. Da sind jetzt zum Beispiel 9 im Verkauf. Ja, das ist simpel erklärt. Weil ich gerade Sachen, Restbestände verkaufe, die wir nicht mehr haben. Deswegen haben wir da so viele Fehlermeldungen. Unter anderem deswegen. So, hallo, diese Man. Leute haben jetzt einen schönen Nutzgarten mit Zwiebeln, rote Beete, Kohl und Möhren. Mäh. Hm? Mäh. Wie findest du's? Sehr gut, sehr gut. Oh. Danke. XEF, XEF, bitteschön. Dankeschön. Und ja, sieht sehr gut aus. Mhm. Warum zum Fick glaube ich dir das jetzt nicht? Weiß ich. Warum stehen die bei dir hier auch so rum? Weiß ich nicht. Ja, ich hier gerade die Bäumchen an. Kann gerade nicht. Diese scheiß Dorfbewohner, wollen die mich verarschen? Fragst du doch. Ey, dann müssen wir halt da jetzt eine Lücke reinmachen in den Zaun. Das geht mir ja voll auf den Wecker gerade. Ja. Jetzt gehen die wenigstens da durch. Muss ihr ein Loch reinmachen in den Soundschatz. Mhm. Weil die zu inkompetent waren, einmal außen rum zu latschen. Diese Arschlöcher. Mhm. Ja, gut. 31 Fehlermeldungen. Pardon. 33. Hallo, kannst du bitte meinen Nasenspray in Ruhe lassen? Ist ja auch schon süchtig danach. Nein, und den Zauberstab nicht anknabbern.
Nein. Topf, Topf, ich sehe doch nichts so. Hallo. Jetzt. Ich kommentiere das gar nicht weiter. Wenn man nicht weiß, worum es geht, ne? Schon. Ja. Ja. Topf, ja. Topf. Topf, Topf. Da Topf, einfach Topf machen lassen. Topf, Topf. Okay, ich hatte noch was mitgebracht aus der City. Topf, Topf. Ja, das Lager ist Tatsache wieder komplett voll. Hat der Andres auch schon gesagt, also Jesus. Da wollen wir mal in die Verwaltung. So, Balu, darf ich jetzt weiter zocken oder ist es nicht gestattet? Danke. So, jetzt Fensterladen dran. Mal mit den Dienstleistern. So, die Bauhütte bekommt wieder neue Aufträge rein. Sorry. Kein Ding. Alles gut. Besser raus als rein. So, Marktstand für Rohstoffe. Au. Kein Material. Was fehlt euch? Eisenbarren und Stroh. Eisenbarren und Stroh brauche ich. Ja. Oh fuck. Ach, wir haben ja nur 365 Eisenbarren. Ja. Von denen haben wir ausreichend da. Ja, hab mir mal 50 rausgenommen. Ja, könnt ihr. Dafür ist er da. Gut, dann passt das erstmal. Nahrung. Ei kommt auch gerade wieder rein. Karotten haben wir 0. Mystisch. Naja, die sind doch jetzt, die werden jetzt erst ja die werden ja jetzt erst angepflanzt. Ja, aber dass sie so viel Karotten verbrauchen, finde ich schon interessant auf jeden Fall. Ja gut, sollen sie. Ne? Wenn die darauf Hunger haben. Habe ich mir auch gerade gedacht. So. Rohstoff ist in Ordnung. Werkzeuge. Wunderbar, die Kupferpfeile sind alle weg. Bronzepfeil haben wir noch ein paar. Würde ich gerne loswerden. Weil die. Das ist so Material, das verballern wir einfach nicht. Gut. Dann sollte eigentlich der Handel schon mal wieder. Nee, hier fehlt noch was. Okay, die ganzen Pilze sind jetzt auch weg. Also hier im Garten, wo ich bin, stehen noch jede Menge. Ja, die kommen jetzt erst wieder rein. Also ein Teil kommt wieder rein. Aha, okay, diese gibt's auch erst im Sommer. Speisemorche kommen gerade rein. Leingewebe brauche ich noch. So, das heißt, der Handel müsste flutschen. Jawohl, gut. Ja. Also ich habe noch 6 Fehlermeldungen da stehen. Handel? Nee, insgesamt. Ich kann ja nicht reingehen, solange du eh noch in der Verwaltung bist. Ich sehe ja nur, was ich meinte mir ja oben links. Ja, ja, Handel habe ich noch 6 stehen. Insgesamt. Achso. Ja, das geht ja noch.
Verwaltung, da schaue ich trotzdem mal rein. In der Gewinnung, da fehlt mir was. Gewinnung. Aha. Ja, Brunnen. Arbeitet wieder jemand nicht? Schwanger wahrscheinlich. Ah, siehst du, den Brunnen, den habe ich auch noch gar nicht vernünftig eingestellt. Weil Jahreszeitenmanagement. Ach so. Wasser. Gut, aber dann brauchen wir jetzt erstmal jemanden, der hier auch arbeitet. Das wäre schon sinnvoll, ne? Was haben wir denn? Ja, wunderbar. Wir haben zwei Arbeitslose, die genau passen würden. Hallo. Dann haben wir jetzt einen. Wasserträger ist da. Damit dürften dann wieder weitere Dinger gleich runtergehen. Na, sauber. Jo, das dachte ich mir. Verwaltung, was haben wir noch? Okay. Einen. Einen können wir wieder zurückbringen ins Arbeitsleben. Leider auch in Gewinnung 10. Dann schauen wir mal, ob wir dort was haben. Gewinnung 10. Wasserträger habe ich gerade eingeteilt. Tierzüchter. Da ist alles am Start. Aha, im Grabungsschuppen würde einer fehlen. Wir können ja noch neue Leute holen, so ist das ja nicht. Nee, nicht mehr. Reputation ist alle. Ich habe jetzt, ich habe als letztes jetzt noch Händler rangeholt, um dieses Chaos mit den Dings loszuwerden. Ja, das weiß ich. Minus voll. Okay. Ja, tatsächlich habe ich nur einen Arbeitsplatz für die. Na ja, gut, das passt sich aber. Der Grabungsschuppen. Ja, dann müssen wir auf die neuen Einwohner warten, dass sie heranwachsen. Ja. Ja, eigentlich sollte das passen. Also, ganz ehrlich. Ich meine, schlimmstenfalls können wir dann auch irgendwo ein Haus wegnehmen, wenn wir es eh nicht brauchen und es durch ein Lager ersetzen. Nee, das wird schon passen. Schön die Verkäufe hochballern. Und dann flutscht das auch wieder. Ja, das gefällt mir. Und zur Not schrauben wir einfach unseren Input weiter runter. Ganz ja. Einfach. Also, ne, gibt ja schon ein paar Möglichkeiten. Verdorbenes. Haben wir jetzt ziemlich viel in den Komposthaufen. Geil. Ja, und noch ziemlich viel Dünger. Ja. Ja, doch, das Haus gefällt mir. Da bin ich mit zufrieden. Habe ich schon gelernt. Ach, sehr gut. 8.200 verdorben ist. Einfach gerade noch mal reingebracht. Mäh? Was ist los? Dein Internet war gerade ein bisschen weg. Unser Sven dann? Also, nee, tatsächlich nur deins. Nur deins. Nee, du hattest gerade. Wir haben eins als das gleiche Internet. Ja, aber du hattest gerade Probleme. Ja, dann du wahrscheinlich auch.
Hast du nur keiner mitgekriegt, ja. Ist doch auch scheißegal. Müssen wir uns darüber jetzt rumstreiten. Ja, weil man gerade nichts gehört hat, was du gerade gesagt hast. Ja, wurscht. In meiner Aufnahme hat man es gehört. Da muss man jetzt nicht rumdiskutieren. So, irgendwas wollte ich machen. Ach ja, richtig. Ich hatte aus den Kompostern noch Holzschalen. Ja, die ich da nicht einlagern kann, weil das Lagerknüppel voll ist. Eieieiei. Naja, wir haben zur Not im schlimmsten Fall ja immer noch jede Menge Fässer, Kisten und sonstige Dinge hier im Dorf rumstehen, ne? Wir vergessen da zwar garantiert, dass wir was da drin eingelagert haben, aber hey, wir könnten. Wir müssen mal diese ganzen Kupferbarren loswerden, die verballern uns sehr viel Platz. Da frage ich mich, woher das kommt. Hallo? Gewicht. Geht ja nach Gewicht. Ja, aber woher haben wir noch so viel Kupfer? Das kann sein, dass wir das noch übrig haben, wenn wir die eine lange Zeit nicht mehr in Kupfer produziert haben. Du kriegst ja immer einen gewissen Prozentsatz mit. Knapp 1K, also das ist ordentlich. Ich schlimmstenfalls, hallo, Barren nehmen, Barren verkaufen. Ich gehe gerne eine Verkaufsrunde machen. Boah, lohnt sich nicht. Warte mal. Also ja, kannst du machen, ja. Aber bitte dann nicht alle mitnehmen. Ich hab nee, das ist klar, falls wir ein bisschen was davon brauchen. Das ist schon klar. Ja, bin ich auf dem Maximum. Bin mal gespannt, was anderes sagt zu der Plantage. Ja. Komm mal jetzt mal gucken und du kannst mal hier mein jetzt fertiges Haus betrachten. Ding. Mit Deko und Blumen. Ui. Alles fertig? Das eine. Ach, stimmt. Ich muss das ja hier noch ausbauen. Verwaltung. Ich schraube jetzt mal die Dings ein bisschen runter. Weil das Ding ist einfach, dass unsere Holzleute einfach auch fucking gut sind. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, du meintest das Haus, was du das letzte Mal angefangen hattest, richtig? Brauchen wir noch viel Stock oder eher nicht so? Ab und an brauche ich mal welchen, aber so viel glaube ich nicht. Gut, ich habe das jetzt mal ein bisschen runtergedreht. 20, 5, 20, 10. Es ist schon krass, dass manche Laternen an sind und manche nicht, ne? Mhm. Ja. Hä? Manche Laternen sind bei mir nicht an. Wie? So viele Laternen sind nicht an. Ja, ich in der kompletten Neustadt. Hä? Ist bei mir keine einzige Laterne an. Ja, ein oder zwei waren bei mir eben an, aber ich habe nicht so genau drauf geachtet. Wow. Hier Felder. Ja, doch. Oh, die Bäumchen wachsen ja auch schon. Ja. Ja, doch. Sieht geil aus. Echt schön. In der Neustadt brennen ein paar Laternen, nicht? Ein paar? Bei mir brennt fast gar keine. Vielleicht sehen wir es auch nur nicht. Alter, das wäre schon jetzt anders wild. Also ich sehe vom anderen Ufer schon, dass da drüben Laternen brennen. Nö. Na, weil ich sehe die Feuerschalen brennen, aber die Laternen hier, wenn ich von unten drauf gucke, sehe ich die leuchten. Sehe ich, dass die leuchten. Ich komme mal zu euch. Also bei mir ist alles an. Kein Scheiß. Nein, ich denke mal, wir haben da ein Problem mit den Tageslichteinstellungen. Ja, ist alles an. Also von den Häusern habe ich die Laternen, aber die jetzt zum Beispiel, die hier steht, nö. Ist an? Die kompletten Straßenlaternen sind bei mir nicht an. Echt jetzt? Alter. Ja. Siehst du es ja dann in meiner Aufnahme. Hä? Warte mal, hat die Schmiede schon immer da so eine Laterne drin? Nee. Alter, nee, die haben. Die ist doch neu, ist doch in einigen Häusern ist doch Beleuchtung dabei. Ja, jetzt bei der Küche auch und so. Ja. Ja, aber seit wann ist das? Seit 2 Patches? Mir nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Also,
Bei mir war es nur eine Sache, dass ich das wieder aktualisieren musste. Nachdem ich außer Renderreichweite war und wieder zurückkomme, sind auch alle Laternen an. Lol, dann hätten wir uns die ja komplett sparen können. Die Laternen. Ja, aber die waren zu dem Zeitpunkt, wo wir die gesetzt haben, noch nicht da. Ja, nee, gut. Das ist so das Ding. Ich sehe das zum ersten Mal, ey, voll nice. Aber hatten wir schon in der Neustadt überall irgendwo Laternen bei den Häusern dran gemacht? Nein, nicht überall. Okay. Es gibt einige Häuser, da haben wir es doch gleich gemacht. Hier hinten ist doch gar nichts an Licht gemacht. Okay. Ja. Also du kannst quasi diese eine Bushaltestelle quasi als Grenze sehen. Okay. Ich finde das übrigens schön hier mit dem Zaun. Den sehe ich ja jetzt auch zum ersten Mal in voller Pracht. Welcher? Der hier unten auf der Seeseite beim Hafen. Ach so, ja. Ah, doch. Okay. Passt, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen geflasht, weil... Hä? Warum ist das jetzt beleuchtet? Und warum habe ich das... Weil man ist so hell hier. Bei der Küche? Ja, doch, ey, sogar in der Jagdhütte ist jetzt Licht. Ja. Also nicht viel. Nee, aber Leute, soll ja auch nicht viel sein. Ne? Kleinvieh macht auch Mist. Nein, der Kräuterhütte ist jetzt auch Licht. Ja. Jetzt muss ich mal gerade in der Kirche gucken, ob sich denn da was getan hat. Ich glaube, nur wenn das Gebäude fertig ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nämlich, dass es aufs Element ankommt, welches bereits verbaut wurde. Möglich. Ne? Das ist ja die Schneiderei, die ich verwendet habe. Die müsste ja jetzt auch Licht haben. Schau gerade, bin gerade da. Ja, die hat auch Licht. Okay, dann ist halt jetzt die Frage, welches Element. Bei einige Elemente, so wie Dekorationselemente, wenn du in die Kirche reinkommst, rechte Seite. Nee, ich geh gerade mal hin. Was sagst du denn zur Plantage? Die gefällt mir super. Okay. Die sieht echt gut aus. Das sind welche, die ich gesetzt habe. Ne, hier sind nur die Laternen, die ich selber gesetzt habe. Die habe ich selber gesetzt hier. Hm, ja, ich sehe es. Okay. Was das hier für eine Arbeit war, Alter. Leck mich am Arsch. Ja. It's time for a beverage. Auch die hier? Welche? Ja, die an der Tür hier? Ja. Die ist auch selber gesetzt? Ja, das ist die hier vorne. Siehst du nicht diese Balken hier? Das sind die Laternen. Ja, ich habe hier unfassbare Lecks noch drin. Ja, das glaube ich dir. Also ihr merkt langsam, aber sicher kommen wir wirklich, zumindest bei den Mates, krass an die Grenzen. Ja. Was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil natürlich gibt es noch Potenzial nach oben. Aber was wollen wir noch großartig machen, ne? Also es wird jetzt noch ein Feinschliff geben, denke ich mal. Ist es ja gerade. Ja. Aber falls ihr noch irgendwelche Ideen habt. Dann wäre jetzt ein geschickter Zeitpunkt, den rauszuhauen, ne? Genau. Oh. Dafür sind die Kommentare da. Ja, aber das hier haben sie echt geil gemacht. Hier mit der Beleuchtung in der Scheune. Okay. Es ist nicht zu hell, aber es ist auch nicht zu dunkel. Also nee, es ist so, was dass da. Das ist die Hauptsache. Ja, ist zu viel Beleuchtung bei der Plantage oder ist es okay? Nö. Ich habe mir deine... Die sieht doch gut aus. ...gar nicht angeschaut jetzt mit Beleuchtung. Das machen wir doch in dieser Episode, Freunde. Das machen wir noch. Ich mag ja Beleuchtung. Bin ich ein großer Freund von. Sehr schön aus, so, aber mit voll. Hat mich nämlich schon gefragt, weil oben in der Mühle ist nämlich auch Licht. Aha. Nee, ist nicht zu viel. Ist nicht zu viel. Mal. Lutomir und Skabimira sind kein Pärchen. Die schlafen in getrennten Betten hier im Haus. Okay. Hast du gehört, Frau? Nicht zu wenig. Nicht zu wenig? Ist vollkommen. Nicht zu viel, meinst du? Meine ich ja. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau die richtige Menge. Befreien Sie mich, Halla. Ich habe jetzt halt bei dem Mittelgang nichts gemacht. Ja, ist ja auch nicht nötig.
Also jetzt mal ernsthaft, wofür? Damit Äpfel nachts was sehen oder was? Ja. Merkst du selber. Vielleicht fühlen die sich auch einsam. Mhm, gemeinsam einsam. Und ich habe halt hier zwei Laternen getan, halt wegen diesen Arbeiterzeug, ne? Jo. Was denn? Gerade bei Äpfeln ist das Einsamen wichtig. Also hier oben ist nichts. Okay. Also mag die Theorie mit der Beleuchtung stimmen, das Gebäude muss fertig sein. Weil anders könnte ich es mir jetzt sonst nicht erklären, weil das Element, an der, wo die Lampe dran ist, in der fertigen Mühle, das steht ja schon bei den Türmchen. Aber da ist keine Lampe dran. Also wird es wohl daran. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen, sind wir schon mal am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würden wir uns durchaus über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Partner Instant Gaming und Triebwerk sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss.